Ja, also zunächst möchte ich mal ganz kurz erwähnen, dass ich für eine Gruppe von Studierenden spreche. Also wir haben Herrn Mandl zusammen vorgeschlagen. Und ausschlaggebend für diese Nominierung war halt für uns, dass es Herrn Mandl wirklich vortrefflich gelungen ist, Wissenschaftlichkeit und auch eine kritisch-theoretische Tiefe in der Behandlung der Themen in Bezug zu setzen zu der Erfahrungsrealität von uns Studierenden. Und das hat die Dinge natürlich sehr, sehr greifbar gemacht und auch wirklich Orientierung vermittelt. Auf der anderen Seite stimmte natürlich auch die menschliche Ebene. Also Herr Mandl ist es wirklich super gelungen, auch eine enge Beziehung zu uns Studierenden aufzubauen, was dann halt auch den Dialog innerhalb des Seminars auch natürlich sehr vereinfacht hat. Und das war ja sehr sympathisch auch. Ne? In der Lehrveranstaltung Orientierung und Reflexion, eine Dialogwerkstatt, ging es grundsätzlich darum, einen unlängst vom Harvard-Professor Michael Sandel konstatierten und weltweit existenten Hunger unter jungen Leuten zu stillen, nämlich den Hunger danach, zentrale gesellschaftliche Grundfragen zu diskutieren, und zwar interdisziplinär und interkulturell, das heißt also mehrperspektivisch und nicht nur aus dem Blickwinkel einer Fachrichtung. Und die behandelten Themen des Projekts waren schließlich dann auch drei große Felder, nämlich die Fragen danach, was Gerechtigkeit ist, was man damit meinen kann, wenn man von einem guten Leben spricht, und auch was Freundschaft im Privaten wie im Politischen bedeutet. Und in der konkreten Umsetzung des Projekts war mir besonders wichtig, die Studierenden zu aktivieren, das heißt zum Reflektieren und zum selbstständigen Denken und Nachdenken zu ermutigen. Insbesondere auch dadurch, dass die Studierenden bereits an der Inhaltskonzeption der Veranstaltung selbst beteiligt wurden. Das heißt konkret, dass die behandelten Themen den Studierenden nicht von außen vorgegeben wurden, vielmehr waren die Themen das Ergebnis einer bereits im Vorsemester unter mehreren hundert Studierenden aller Fakultäten der Uni Köln stattgefundenen Befragung. Das heißt letztlich, dass die Studierenden selbst bestimmt haben, sich genau mit diesen zentralen gesellschaftlichen Fragen näher und intensiver auseinandersetzen zu wollen. Und ich denke, dass in diesem praktizierten Bottom-up-Gedanken in Verbindung mit der dialogischen Grundausrichtung der Veranstaltung vermutlich auch die Hauptkomponenten liegen, die dafür gesorgt haben, dass eine solch positive Resonanz seitens der Studierenden am Ende zu konstatieren war. Ja, mein Dank geht eigentlich in zwei Richtungen. Zum einen an Herrn Professor Leithold, an dessen Lehrstuhl dieses Lehrkonzept entwickelt wurde. Denn die Freiheit und die Selbstständigkeit im Denken und Arbeiten, die dort vorgelebt werden, und insbesondere auch das Vertrauen, das Herr Leithold mir in der Umsetzung dieses Projekts entgegengebracht hat, waren mit Sicherheit sowas wie das Fundament für das Gelingen dieser ganzen Sache. Und auf der anderen Seite möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei den Studierenden bedanken, die an dem Projekt mitgewirkt haben und mich letztlich auch zu diesem Preis vorgeschlagen haben. Ja, mit Blick auf die Lehre ist es mir besonders wichtig, im Idealfall einen interdisziplinären Orientierungsbeitrag zu leisten, der theoretische Überlegungen nach Möglichkeit immer vor dem Hintergrund der Studierenden und ihrer Erfahrungswelt entfaltet. Ist etwas, was ich auch in meiner eigenen Ausbildung immer besonders berücksichtigt habe. Ich habe hier an der WISO-Fakultät in Köln BWL, VWL und Politikwissenschaften studiert und mich dann im Nachgang in meiner Doktorarbeit, die kurz vor dem Abschluss steht, mehr dem geisteswissenschaftlichen Bereich, philosophischen und psychoanalytischen Komplexen zugewandt. Daher möchte ich in meinem künftigen beruflichen, sehr gerne universitären Beschäftigungsfeld optimalerweise auch interdisziplinär arbeiten.